Guten Morgen, es ist 6 Uhr und damit Zeit für einen Kaffee. Aber heute trinken wir mal was anderes. Ich habe vor ein paar Wochen, ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, bin ich aufmerksam geworden auf so ein Startup hier aus der Uckermark. Und das nicht wie sonst oft behauptet. Bin noch nicht ganz wach. Doch, ich sollte eigentlich richtig wach sein, bin seit 1,5 Stunden auf. Naja, also, und das nicht wie oft behauptet, einfach nur eine Firma, die gegründet wird, sondern es ist wirklich ein Startup. Also ein Startup, was ich auch so nennen kann. Naja, wie auch immer. So, jedenfalls heißt das Startup oder auch deren Produkt Gukao. Das Startup selbst heißt Cameroon Chocolate. Ist von einem Kameruner hier in der Uckermark gegründet worden. Pino, Tanto, keine Ahnung, die Ecke da. Jedenfalls ist es Kakao mit Guarana, also ein Wachmacher sozusagen. So, und ich habe das mal bestellt und es kam hier so eine Tüte. Und ihr seht, ich habe das schon auf. Und da sind dann solche Päckchen drin, die gibt es in verschiedenen Mengen und in verschiedenen Größen. Also momentan nur diese kleinen hier, aber es soll auch so eine große Box kommen. Als ich es so ausgepackt habe, das ein bisschen hier mit Luft verpackt. Also es ist ein bisschen aufgebläht. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, vielleicht damit der Kakao nicht so zusammengepresst wird und sich schlecht löst. Das kann gut sein. Aber im ersten Moment hab ich immer das Gefühl bei solchen Verpackungen, oh, hoffentlich ist das alles noch gut. Nicht, dass sich das so aufbläht, weil es schlecht ist. Passiert bei so einem bei so einem Pulver natürlich nicht. Kartoffelchips-Tüten blähen sich ja auch nicht auf, weil die Kartoffelchips schlecht sind. Wie auch immer. Kommt also so in der Tüte und gießt man auf mit Wasser. Sieht dann so aus. Ihr seht, wie so ein Kakao. 80 Grad, also nicht ganz kochendes Wasser. So, ich habe das auch schon mal probiert, dazu gleich mehr. Was mir aufgefallen ist, da sind 31 Gramm Zucker drin, was sich viel anhört. Also 31 Gramm Zucker auf 100 Milliliter oder 100 Milligramm. Auf 100 Gramm durchschnittliche Nährwerte. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm 31,9 Gramm Zucker. Das ist viel, dafür schmeckt der Kakao aber nicht sehr süß. Und da sind drin 31 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, was viel ist. Ja, und geschmacklich finde ich, schmeckt wie Kakao. Also wie so ein Kakao, den man halt mit Wasser aufgießt. Finde ich okay. Wie gesagt, für 31 Gramm Zucker, die da drin sind, schmeckt es auch nicht süß. Eher so die herbe Note von Kakao. Aber echt gut. Kann man machen. Prost.